euch heute mal unsere neue Geberstange vorstellen. Kennen ja die meisten, ist eigentlich dazu da, um das Echolot portabel zu betreiben. Wir haben hier eine Version, wo wir eine Aluminiumstange haben, wo wir hier unten ein universelles Geberadapter haben. Also da könnt ihr verschiedenste Geber mit der mitgelieferten Halterung dran schrauben, die eigentlich für die Festmontage am Boot ist. Die passt ja an die Platte. Wir haben hier oben, und das ist zum Beispiel für Karpfenangler ganz interessant, eine abnehmbare Echolothalterung. Viele werden die nicht brauchen, man kann sie also wegnehmen, aber andere, die sie brauchen, können zum Beispiel beim Karpfenangeln, wenn man wirklich mit kleiner Ausrüstung unterwegs ist und auf dem Schlauchboot nur zum Auslegen ein kleines Echolot hat, das hier draufschrauben, die Kabel quasi umwickeln und muss nur noch an den Strom gehen. Und jetzt kommen wir zum Rest, wir haben eine Klemme, wir haben eine anständige Öffnungsweite, ja, kann man an diverse Bootsrümpfe dran klemmen, da gibt es verschiedene, das ganze Spielchen ist natürlich abwinkelbar, also wie man auch andere Stangen kennt, also in alle Richtungen. Die Klemme ist aus einem vernünftigen Kompositstoff, also das ist jetzt auch nicht irgend so ein Kunststoff, der einem gleich sofort um Ohren fliegt. Und wie ihr seht, hier haben wir die eigentliche Klemme, ja, die Stange dann fixiert mit dieser Schraube und schon seid ihr einsatzfähig. Also das ist eigentlich eine ganz gute Lösung für die schnelle, portable Lösung. Jetzt nur nicht unbedingt für Norwegen-Angler, die jetzt Edelstahlstangen brauchen oder so, aber das, was wir hier für einen normalen Süßwassereinsatz haben oder beim Wallerfischen, beim Karpfenangeln, wo es darauf ankommt, möglichst wenig Gepäck zu haben, kann ich diese nur wärmstens empfehlen. Und die sind jetzt bei uns im Shop, die werdet ihr finden.